Wir lassen Aerith aufnehmen oder absetzen. Oh Gott, was? Wo ist denn Aerith? Ich hätte ansonsten hier die Leiter angeritzt. Okay. Und dann mache ich mal wieder zurück. Wo ist denn Aerith? Hier lang, hier lang! Ja, komm doch mal. Okay, ich springe auf. Bring mich bis nach oben. Sicher? Natürlich. Von oben kann ich dir dann die Leiter runterlassen. Das macht ja auch Sinn. Dann komm mal her. Einmal drauf, bitte. So. Sie muss uns aber sehr vertrauen. Ob das eine gute Sache ist, weiß ich nicht. Let's go. Ich hab's gleich. Einen Moment noch. Versuch mal, diesen Container hochzuheben. Ja, ja, das war der Plan jetzt natürlich. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. So. Reicht das schon? Mehr muss ich nicht machen. Wahnsinn! Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Ja. Yeah. Ja. Peinlich, sehr peinlich. Aber eher für ihn statt für sie. Nanu, sieh mal. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja. Zum Glück habe ich ja dich. Scheuchst mich ganz schön rum. Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Jo. So, warte. Oh. Ja, sehr gut, Cloud. Aber da liegt bestimmt was, ne? Bestimmt versperre ich mir da irgendwelche Secrets. Wir werden das aber testen. So. Einmal zärtlich umdrehen. Ist das cool, wenn man seine Finger in jede Richtung bewegen kann. So praktisch. So. Alles wie immer. Mademoiselle, reicht das noch? Das reicht noch wunderbar. Was? Ach so. Hä, sag es doch vorher. Wie doof. Okay. Entschuldigung, du musst noch mal kurz runter. So, wie komme ich hier wieder raus? Aufnehmen, okay, aber wie komme ich hier wieder raus? So, wie komme ich jetzt hier raus? Kann man das abbrechen? Nee, ne? Zurück. Aber wie komme ich... Ich will den... Ach, sie sammelt die Sachen dann wahrscheinlich, oder? Ich dachte, ich kann selber über die Leiter runter, aber ich glaube, dass... Jetzt muss ich umdenken. Ich kann die Materie ja nicht selber holen, sondern wir müssen sie die holen lassen. Ich glaube, so ist es. Deswegen ist das Holzding da drüben so weit hoch, ne? Flups. Na, dann mal los. Einmal hier bitte. Hör mal. Ich will die Materie, Mann. Hä? Ich verstehe. Wie komme ich denn jetzt an die... Ich kann den fucking Roboarm nicht abbrechen. Warum?
Jetzt kann ich sie aufnehmen, aber das Ding da unten nicht mehr. Ich verstehe nicht. Hä? Ich komme hier auch nicht raus. Ich kann das nicht beenden. Willst du mich verarschen? Tutorial? Container aufnehmen oder absitzen. Oh, oh Gott, ist das umständlich. Ist das umständlich. Ich verstehe. Okay, Entschuldigung, das ist halt echt. Okay. Also man kann sie nicht auf dem Holz absetzen, weil das Holz offenbar, da hat sie eine Allergie gegen. Aber was man machen kann, offenbar, ist... Ich nehme jetzt den Container und setze sie darauf ab. Und selber kann ich die Materie auch nicht holen, weil... Ist eben so. Ich komme doch sonst alleine nicht hoch wahrscheinlich. So. Das mit der Hand finde ich voll cool. Okay. Entschuldigung. Da hat der Grosch ein bisschen gedauert, aber normalerweise suchen wir uns den Weg ja selbst. Wir lassen sie doch nicht die Materie aufheben, normalerweise. Und ich wusste natürlich nicht, dass Mademoiselle hier so ein Special-Ding braucht. So, jetzt hol aber auch. Einen Moment noch. Ja, das will ich aber meinen. Versiegelung. Aha. Geschafft. Ich hoffe, das lohnt sich. So. Kommen Sie mal rum, Gnädigste. Dann haben wir es jetzt. Entschuldigung. Wir brauchen auf jeden Fall eine Bank. Oho. Cloud. Ja, warte doch mal. Jetzt mal erstmal den hier. So, runter mit dir. Dann muss da drüben noch ein anderer Container hin. Dafür würde ich ganz kurz den Greifarm wechseln auf den hier. So. Da müssen wir ja eh nicht hin. Und der müsste theoretisch. Kann ich hier draufstellen eigentlich? Interessant. Warte mal. Ob das geht? Ich probiere mal was. So. Keine Ahnung, ob es funktioniert. So. Dann einmal wechseln. Dann schnappen wir sie mal. Oh nein, da liegt ja wieder Materie. Okay. Sekunden. So. Einmal greifen. Nein. Entschuldigung. Dann dahin. So, jetzt muss sie dahin. Und dann mal gucken. Ich weiß noch gar nicht. Ich muss dann wieder wechseln und muss gucken, wie es da hinten weitergeht. So, where are you? There you are. Kommen Sie mal noch ruf. Hui.
So. Dann wollen wir doch mal einmal hier rumschwenken. Und absetzen. Dann kannst du die Materie schon mal holen. Eine blaue. Ja, sehr gut, sehr gut. Amplifikation hört sich wunderbar an. Das hört sich zauberhaft an. Ja, komm mal wieder hoch jetzt. Oder warte mal, nee, das war falsch. Ich kann sie nur mit so einem Ding da absetzen, ne? Also ich müsste sie jetzt wieder zurückbringen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Oh, jetzt kann ich den Arm nicht wechseln, wenn sie hier drauf ist. Okay. Ich setze sie erstmal wieder ab, weil ich nicht weiß, ob ich sie jetzt da lassen kann. Weil ich muss die Kiste ja wieder zurückräumen. Warte, das geht natürlich nur hier. Ja. So. Jetzt lass mal gucken. Die Leiter ist da. Sie muss da... Was? Also. Ja, gut. Die Kiste muss man also nur drauf tun wegen der Materie. Verstehe. Warte mal, wir müssen... Nee. Scheiße. Warte, das ist nicht so einfach. Okay. Erstmal diese Kiste mitnehmen wieder. Auf die andere stellen. Dann kommt sie da drauf. Und dann wechseln wir den Arm. Glaube ich. So, jetzt schnappen wir sie wieder. Hier lang. Komme! Einmal mitfahren, bitte. Zugestiegen dabei sein. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ich würde da auch mitfahren. Wir müssen noch so einen Sitz da einbauen. So, theoretisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir brauchen da hinten aber auch eine Kiste, ne? Kann das sein, dass ich eine Kiste wieder da hinten hinräumen muss, weil ich kann sie da nicht absetzen, oder? Man kann sie immer nur auf Kisten, oder? Ich probier's mal. Ich glaube, man kann sie immer nur auf Containern absetzen. Oder nichts? Nee, sonst kommst du ja nicht runter da hinten. Das ist eigentlich schon richtig so gerade. Den Arm aus dem Weg. Jetzt mit dem Arm aufsteigen lassen. So. Vorsichtig. Das müsste eigentlich so gehen. Ja, oh, das geht, na klar. Auf dem Container hier macht ja auch gar keinen Sinn. Hauptsache, wir haben die Materie mitgenommen. Danke! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Jo, easy! Gut, dass da keine Banditen sind. Ich kann mich voll ärgern. Okay,
geschafft. So einfach geht das. Einen Moment noch. Ich lass dir die Leiter runter. Okay. Und geschafft. Wahnsinn. Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Na klar. Nanu, sieh mal. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Wer weiß das schon? Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Ja, sehr gut, Cloud. Wohin soll ich jetzt damit? Yay! Tee! Und rauf mit dir! Verdammt, ich muss nachher nochmal zu Aerith nach Hause. Hier lang! Ach ja. Ups, sorry.
Oh, braves Mädchen. Put, 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 put. Falsch. Ja, vielleicht mit einem anderen Greifarm da irgendwas machen?
hier lang! Ich bin jetzt gerade echt überfordert. Nein! Danke! Ich lass dir jetzt die Leiter runter! Fuck! Oh, heute läuft's echt nicht. Sag nicht, du warst mal Baggerfahrer oder so. Ja. Yeah. Fuck, ist sie weird. Was will sie? Nanu, sieh mal. Ich glaube, da will uns jemand ärgern. Naja, zum Glück habe ich ja dich. Scheucht mich ganz schön rum. Ich gehe jetzt wieder runter, okay? Und jetzt? Ja, sehr gut, Cloud! So, ich muss hoch. Und da drüber. Kann er nicht wieder einen Song draus machen? Alarmstufe Laser. Alarmstufe Laser. So. Loslassen. Man muss auch mal loslassen, sagte der Greifarm zum Container. So, und jetzt hier. Chill. Komm ich jetzt nicht raus? Oder was fehlt denn jetzt noch? Die kann doch jetzt. Achso, sie muss noch da hoch oder was? So, jetzt. Einen Moment noch. Versiegelung. Geschafft!
hab's schon, ich weiß schon. Ist natürlich praktisch, dass er die Finger in beide Richtungen sozusagen biegen kann. Das würde ich auch gern können. Ups, falsche Richtung, sorry. Dann nehmen wir sie auf. So, da könnte sie doch jetzt einfach rüberspringen. So. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja total unlogisch. Sie kann doch einfach... Liebe Regie, ich muss pünktlich jetzt Schluss machen, ne? Oder was? Okay. Muss ich sie jetzt hier wieder absetzen? Ich weiß aber, wie es geht. Wir müssen natürlich den zweiten Container da auch... Also den... Vermutlich müssen wir diesen Container hier... auch noch schnappen. Und dann... darüber... Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Egal, wir müssen jetzt leider auch hier zum Ende kommen, Leute. Oh, ich kann jetzt diese... Kann ich gar nicht beenden jetzt. Okay, muss ich aber das Minispiel verlassen. Ist die Besonderheit aber nicht nur, dass es zwei Schalter gibt, sondern auch ein Materia, das wir natürlich noch abgreifen wollen. So, also jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns hier der Sache annähern. Also auf jeden Fall nehmen wir schon mal hier Kiste 1. So schrecklich viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich auch gar nicht. Dann räumen wir die schon mal hier auf den Punkt, der dafür vorgesehen ist. Dann würde ich sagen, der Trick ist hier, die Kisten zu stapeln. Das habe ich das letzte Mal sogar auch schon mal gemacht. Jetzt muss ich aber, genau, muss ich die Hand wechseln. So. Runter. Greifen. Sieht schon ganz geil aus, oder? Hattet ihr als Kind auch so eine Spielhand? Ich hatte so eine Hand, mit der man so, falsche Richtung. Mit der man so eine Handsteuer, also so eine Elektrohand. Ist zwar total dumm, weil die hat ja nur eine Reichweite von
30, 40 Zentimetern und kannst damit nicht viel machen. Aber irgendwie hat man Bock gehabt, einen Roboter zu steuern. So. Ich würde fast sagen, wir probieren es mal so. Eventuell muss ich da noch eine Hand hinmachen. Diese Rätsel sind auch nicht immer... Also die folgen einer gewissen Videospiellogik, möchte ich mal sagen. Denn natürlich könnte man einfach sie auf die Hand setzen und dann könnte sie einfach darüber springen. Also... Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt kann ich eigentlich eine Kiste nehmen... Nee, wenn sie drauf ist, geht nicht, ne? Also, ja, ich muss, um an ihr vorbeizukommen. Aber was mache ich jetzt? So kommt sie ja niemals zu dieser Materie. Das ist doch dumm. Das ist doch dumm. Ich glaube, das war ein Fehler. Kann ich sie hier... Oh, sie passt nicht durch. Aerith noch mal runter. Ich glaube, wir müssen die Kisten, um zu Materia zu kommen, vielleicht auf der Höhe stapeln. Das probiere ich jetzt auf jeden Fall. Also erstmal nehmen wir die. Das sind auch so, ich sag mal, das sind so ganz nette Minispielchen. Die gehören auch irgendwie zu Final Fantasy dazu. Aber die sind natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen ein künstlicher Zeitfresser so. Also... Also ich meine, so richtig voranbringt es einen jetzt auch nicht. Aber gut, man will ja auch irgendwie mal was machen außer kämpfen. Insofern das ist immer so schwer abschätzen, wie hier. Ich bezweifle, dass ich da jetzt durchkomme, ehrlich gesagt. Doch, es geht. Aber ich kann sie nicht da drauf setzen. Nee, ich kann sie hier nicht absetzen. Okay. Dann eine Möglichkeit gibt's noch. Och, jetzt setz doch die Kiste da ab, Mensch. Es ist ein bisschen verwirrend, dass ich jetzt nach rechts drücken muss, damit das Ding sich hier links rumdreht. Und... Komm. Ich reich dir die Hand. Nimm sie bitte an. Und wir fahren... zusammen in ein schönes Land. Alter, wieso komme ich da denn nicht durch jetzt? Das muss doch gehen. Ich raff's nicht. Woran stößt er sich denn? Ach, hoch. Okay.
Guck. Amplifikation. Und? Gut. Man muss genau den Punkt treffen, damit dieser quasi Button getriggert wird, damit ich den diese Dinge aufnehmen kann oder ablegen kann. Ganz wie ich sie darüber kriege, ehrlich gesagt. So. Such's mal so. Cloud! Ja, gut, dass du nochmal rufst, ich hatte dich schon vergessen. Also bei all den Fähigkeiten, die beiden haben, und was man hier so an Materialien hat, ich weiß nicht, ob das der allerklügste Weg ist, um da drüber auf die andere Seite zu kommen. Es sieht irgendwie nicht so unüberwindbar aus, wenn ich ganz ehrlich bin. So, hier kann ich sie jetzt absetzen. Und jetzt kann ich sie mit dem anderen einfach nehmen, oder? Sie muss ja gar nicht rüberhüpfen, sie kann ja getragen werden. Aber warum habe ich die dann gestapelt? Hätte er das nicht auch gekonnt? Er kann wahrscheinlich nicht so weit runter. Okay, cool.